So, Freunde, da sind wir wieder bei Robocop Rogue City, unserem Let's Play hier auf Cloudplay. Und ich bin natürlich Ben aka Captain Aldi. Und selbstverständlich freue ich mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. So, und ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt das Finale ist oder auch nicht. Deswegen sagen wir es jetzt einfach nicht. Beim letzten Mal schon gedacht, dass es so ist. Und dann war es doch nicht so. Nun ja, ich muss nochmal sagen, ich habe herausgefunden, dass bei Amazon Prime auch die Robocop-Filme drin sind. Und ich habe mir gestern nochmal den ersten angeguckt. Zumindest jetzt irgendwie nur zur Hälfte. War sehr spät, ich war müde. Aber schon beim Angucken festgestellt, also auch wo der Film am Anfang halt im Polizeirevier ist und so, dass da super viele Charaktere auch tatsächlich in diesem Spiel vorkommt. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe den Film auch super lange nicht mehr gesehen. Aber das ist echt auch hier Ramirez und hier der Hoshi, wie hieß er, Cecil, der ja immer dafür verantwortlich ist, wenn irgendwelche Polizisten draufgegangen sind. Die gibt es auch alle im Film. Die sind alle echt gut getroffen. Hier auch. Kann ich nicht anders sagen. Also echt krass, muss man sagen. Liebe zum Detail, Theon. Kuss auf die Nuss. Habt ihr gut gemacht. Das ist echt cool. Also sehr, sehr, sehr detailgetreu. Auch, was man ja mal sieht im Locker. Warte mal, zeige ich euch gleich. Wenn wir da gleich vorbeikommen, dann zeige ich euch. So, wir haben Bild, wir haben Audio. Können wir loslaufen. Pass auf, ich zeige euch das mal. Was ich ja schon sehr, sehr geil fand. Was echt Liebe zum Detail ist, zeige ich euch. Hier. Dieser Fernseher alleine, genau mit dem Bild. Ich meine, das flackert im Film nicht, aber das ist genau so. Das ist genau so. Das ist richtig cool. So, aber vielleicht ist jetzt der Finale. Wir gucken mal. Sollen wir schon nochmal ins Telefon gehen? This is Reed. We have a job to do. Kann ich irgendwo ans Telefon gehen? Die Robocop Hotline? Wähle 0900 Robocop. Kann ich irgendwas machen? Irgendwas finden? So. Gut. Ah, ja, das Telefon schellt, doch ich bin im Keller. Versteh dich hier. Nichts zu tun oder was? Umbimmelte Telefon und ihr beiden dödelt hier rum. Ja. Warum stehen die da? Was machen die da? Haben die nichts zu tun? Warum kommt immer dieser Jingle, dass wir was geschafft haben? Du hast es geschafft, zum Auto zu gehen. Erfolg! Also, Achievements im echten Leben, das wäre geil, oder? Du bist morgens so, du bist aufgestanden. Achievement unlocked. Und sonst so? Euch geht's gut da draußen? Schön. Schön, schön. So, wir spielen natürlich Shadow PC. Ich habe es aufgegeben mit GeForce Now. Also zumindest was Robocop angeht. Und wenn ihr auch mal Shadow PC ausprobieren möchtet, mit dem Promocode Cloudplay könnt ihr 10 Euro im ersten Monat sparen. My God, look at this place. Could things get any worse? I'd better be quiet. Besser ist es. The stage is at the riverfront. We are almost there. This Wendell guy thinks he can toss us aside.
We'll show him who runs this town. I don't know what you're talking about. I just came to see the inauguration. You like to vote? Let's vote! All in favor of kicking this guy's ass? Aye. Aye. Nay? I thought you said all the cops were fired. They were. Ja, aber es gibt einen. Der ist nicht gefeuert. Der feuert dich gleich. Wie lässig. Digga, habt ihr das gesehen? Warte mal, hatten wir jetzt schon Deduction auf... Ja, ne? Jetzt kriegen wir 30% mehr Erfahrung. Nach dem Bürgermeister sehen. Was machen wir? Der ist hier irgendwo, ne? Okay, Regeneration. Das ist alles Regeneration. Ich dachte, Schulung gäbe es noch. Ach, stark, es ist wieder hier dann. OCP, isn't it? They want to ruin the city because their guy lost the election. But I won't let them do that. People voted for me, I owe them that. So, officer, tell me what's the situation. Every gang in the city is out for payback. They're not happy that Wendell used them, and his TV appearance didn't help. What about those damn robots, though? Can we use them to protect the city? They're under Wendell's full control. Ach, du Putze. Murders and criminals! That's what OCP is! But there must be something we can do. We must uphold the law, and we must catch Wendell Antonowski. We need to find him first. Luckily, Wendell likes to see himself on the big screen. How does that help? The message you broadcast. I can track its signal, but I'll need a little time. We can buy you some time, rookie. I don't want to interrupt, but some damned robots want to join your party. We can't let them do that, partner. Es gibt nur einen Robo. No. Ja, sie spielen mit den original Robocop-Musik, dann freut sich der YouTube-Algorithmus wieder. Hat der eine eine Minigun? Drogenangriff habe ich erst gelesen. Ach nee, ich wollte den Stick noch mitnehmen. Murphy, I'll stay here with the mayor and watch out for the rookie while he tracks Wendell. You need to go out there and contain the situation. It's time to protect the innocent, Murphy. I was made to do that. I was made for loving you, baby. Ach komm, es ist mir hier echt egal. People are calling about crimes happening all over the city, but three stand out. Those should be your priority. Firstly, Torchhead set fire to one of the apartment buildings. There are people still stuck inside. You need to get them out. Secondly, street vultures are loading up a van full of explosives at their newly annexed chop shop. Seems they want to make a statement. So, pass auf, wir machen jetzt erstmal die Street Vultures. Und dann kümmern wir uns zum dritten Mal um Ed 209. Stop them before they do. Thirdly, the mercenaries Wendell hired got a hold of an ED-209 from that military expo. They let it loose, and it's wreaking havoc in front of the town hall. Hey, Tin Man. I've been picking up the dispatch phone ever since you left. People need help all over town. There's too many to handle, so I'll be directing all the incoming calls straight to you. Good luck, Tin Man. Höre Motorräder.
So, wir checken mal das Dach ab. Also ich glaube ja nicht, dass sie auf dem Dach Motorrad fahren. Aber weiß, was hier zu finden ist. Hey Cops, is it true? Are all of you fired? Who's gonna save my arcade? Buying this place from a bunch of drug dealers may not have been the best business move, I'll give you that. But I still need a hand over here. Kriegen wir alles hin, Freunde. Du hier umwechseln, Alter. Das ist doch schon mal gut. So. Er ist ein Turret, ne? Den lassen wir mal. Habe ich schon gemerkt, dass, oder rausgefunden, dass die Turrets ja auch nicht so viel aushalten. So. Okay, jetzt gehen wir erstmal. Wir räumen richtig auf, Freunde. So, dass sich das lohnt. Straßenbarrikade. Ja, die ziehen jetzt aber noch mal alle Register. Das sind Zivilisten. Come at me, bro. God, I've reached you. I hope not every police officer is fired. I need help. I'm being held hostage by some punks in my laundromat. They're drugged out of their minds. There's no reasoning with them. Send somebody, please. Jetzt ist die Frage, warte mal. Schießerei in der Spielhalle. Karte. Also wir sind hier. Gut, damit fangen wir jetzt erstmal an. Da sind wir ja auch schon mal zu nah dran. Jetzt wäre die Stadt aber richtig aufgeräumt. Ich heb mir die Sniper auf jeden Fall noch auf. Die ist nicht. Die macht Krawum. Ist, glaube ich, vielleicht cool gegen R209. Ich verstehe nicht, von wo er schießt.
ja unter Umständen oben sein. Ich habe ganz vergessen. Lassen alles hochgehen. Oh, was war denn? Wir regenerieren jetzt bis 75%. Das ist total geil. Ist hier nicht noch irgendwas zum Einsammeln? Ja. Ach, deine Hand, Alter. Licht auch. Ja, nichts rum. Ding ist, ich habe schon mal gegoogelt in der Zwischenzeit, also stand jetzt so, was haben wir, 8. Dezember. Es gibt leider wohl anscheinend kein New Game Plus, das enttäuscht mich ein bisschen. Das hätte ich ehrlich gesagt echt erwartet. Ich meine, vielleicht kommt es nochmal irgendwann. Aber leider stand jetzt nicht. Leute, dafür muss er leiden. So. Können wir ja eigentlich. Oh, falscher Knopf. So, herausfinden, was die Biker Gang vorhat. Und sich nach Möglichkeit nicht verlaufen. Die wollen die Brücke sprengen, oder? So, did you learn anything about the Vultures' plans? They want to blow up the bridge. You need to stop them. Otherwise, where will I get my maple syrup? I am heading there now. What is your status? Don't worry about us. We're doing just fine. Okay, cool. Cool, 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 cool. So. Erstmal back to the streets. Back to the streets of Old Detroit. Bin ehrlich gesagt, man freut sich ja mal irgendwann, wenn man ein Spiel mal durch hat. Aber irgendwie bin ich auch echt traurig. Die Bombe finden. So, warte, jetzt müssen wir mal systematisch vorgehen. Was ist hier? Die Rache des Street Vultures ist da. Brennendes Gebäude. Hier ist Schießerei in der Spielhalle. So, jetzt gehen wir erstmal zum brennenden Gebäude. Versuchen das ein bisschen systematisch abzuarbeiten. Wenn das Spiel nicht rockeln würde. Danke.
Sondern was auch. Some thugs are trying to play out a scene from a heist movie in my video store. The problem is, they're using real bullets. Please send help. It's only a matter of time before they find me. Den können wir ja tatsächlich gleich direkt annehmen, den Call. Dann sind wir ja schon mal direkt vor der Tür. 3 Movies für 7 Tage. $8. Schnapphall. Ja, genau, das ist früher auch genauso passiert, wenn man den Film nicht zurückgespult hat. Ist genau so. Ich glaube, wir haben doch jetzt irgendwie alle platt gemacht, oder? Wir gucken mal. Okay. Ist hier immer noch irgendwas anderes? Nee. Stück. Hätte ja sein können. The intruder neutralized. Lock the door and stay here. Someone should definitely make a movie about you. You were amazing. As for my store, I'll get compensation from the city, right? Melden Sie sich nicht, wir rufen Sie an. So, haben gesagt Panzerung, ne? Na komm. So, jetzt gehen wir zum brennenden Haus. Dann kämpfen wir nochmal gegen R209. Hä? Achso. Nehmen wir hier die Abkürzung. Klang so saftig. Oh. Wenn man hier nervös wird, fängt es an zu jucken. Wer hat geschossen? Wer? Ich habe schon gerade gesehen, dass hier irgendwo ein Turret ist, ne? Also die Frage ist, was so taktisch sinnvoll war, die jetzt halt doch mal den Ball flach. Ich kann auch nicht. Oi, 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 oi. Machen uns alle schön der Reihe nach. I
I tried to pull her out. I really tried, but smoke and... Is your mother inside? Yes, can you? There are police officers on the promenade. Go there. I will save your mother. Oh God, I can't open the door! Can someone help me? I can't open the damn door! Raus! Thank you! Watch out for smoke, citizen. So, eigentlich darf uns ja Feuer nichts ausmachen, ne? Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Okay, wir sind falsch gelaufen. Ah, nein! Okay, jetzt machen wir nochmal Scheiße. Wir haben sie, okay. Also, pass auf. Was ist, wenn wir... Wir hätten vielleicht nicht so direkt ins Feuer laufen sollen. Dann hätten wir das auch im ersten Anlauf. Das ist genau wie Bomben entschärfen. I told you to go to the promenade. I have to protect my mom. I have to. I've already failed her once. You are brave, Daniel, but courage is not pointlessly exposing yourself to danger. Now go. The promenade, sir. Of course. Can you walk, Mom? Yes. Yes, I can. You're very strong, Daniel. Strong and brave, just like your father. Ja, lauft einfach mal. Moving on with that tracker, rookie. We're in luck. The signal wasn't cut off. They must have left in a hurry after they made the broadcast. But this whole OCP communications thing is a mess. So. Jetzt müssen wir... Hä, was ist jetzt hier? Briggs Wohnung, Videothek. Was haben wir hier? Ad 209. Schlicht zurück. Na komm. Wir müssen den Bastard ja nochmal einmal besiegen. Ist er das schon? Digga. Da hat aber auch... Was ist denn? Hä?
Meine Fresse, finden wir hier noch irgendwas anderes an Waffen? Was war das denn? Stabil. Die nehmen wir mal. Instabile Verbindung am Arsch. Haben wir noch eine? Ist das. So, Junge. Ey, wir räumen hier. Oh, oh. So, jetzt nehmen wir erstmal hier so ein Dings mit. So, und dann haben wir doch hier oben irgendwo noch eine gerade. Haben wir noch Granaten? Ja. Wir regenerieren erstmal. Dauert aber ganz schön lang. Haben wir hier noch eine... Wir haben Raketenwerfer, ne? Den nehmen wir mit. So, dann, was ist hier? Schießerei in der Spielhalle. Dann gehen wir als nächstes in die Spielhalle. Aber ich finde das schon faszinierend. Wie das nochmal so schön aufdreht alles, ne? Nochmal so wirklich komplette Also den... Help! I'm being persecuted because of my art. Bunch of torchheads showed up. They don't like the fact that I only work with the vultures. It's my creative choice who I work with. Wo ist der Tätowierer? Aber ist das nicht hier irgendwo in der Nähe auch? Warte mal. Pawnshop. Aber warte mal, habe ich zumindest nicht auf der Karte das nochmal stehen, wo der ist? Briggs Wohnung. Nein. Och, Kinners, ey. Warte mal, so hier ist Courthouse.
pawn shop. War da? Nee, ne? Hier war das doch gar nicht. Kann aber erstmal. Mann, wo ist denn der scheiß Tattoo-Laden? Easy Loads. Nein. Ich würde ihm ja helfen wollen. Einfach mal dezent aufrollen. Dann dürfte es gefühlt aber auch keine Verbrecher mehr geben in Detroit. Wenn wir hier fertig sind. Oh, der war schön, der Schuss. Schon. Aber wo ist denn jetzt der Besitzer? Tag. You saved me. You saved my business. Oh, what's left of it? There are no children here during school hours. Ah, loosen up. At least there are no drugs here. War das nicht die Arcade, wo wir noch vorher, so recht zu Beginn, Drogen gefunden haben? Also, auch unten im Keller. So, aber wo ist jetzt, ich hoffe, dass er mir gleich nochmal anzeigt, wo das Tattoo-Studio ist. Das wäre doch feini fein. Noch mal auf die Karte. Werkstatt, Videothek, Spielhalle. Die Rache. Ich möchte jetzt gucken, wo dieses. Ich weiß nur nicht mehr, wo die war. Ich will ihn retten. Auch wenn er komisch ist. Aber ich will ihn retten. So, Video Rental. Oh, hier, der. Da waren wir auch noch nicht, ne? Das war knapp. You saved me. I can't thank you enough. I appreciate your attempt to keep the city clean. Thank you. And versteht ihr wegen Wäsche waschen und so? I live in the building. I lock myself upstairs. Dann tu's bitte. Ah, das war ganz knapp gerade eben. So, ach, wo ist der?
Ah, den müssen wir jetzt wahrscheinlich auch finden. Genauso wie jetzt durch Zufall. Ist er jetzt auf der Karte markiert? Nee, ist er nicht. Werkstatt. So viele Möglichkeiten haben wir nicht, ne? Also hier ist die Spielhalle. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie diese Gebäude sind, die... So, hinter uns ist die Videothek. Ist es dahinter? So, hier ist... Nee, warte, hä? Achso, da. Videothek. Wollen wir jetzt gerade durchgehen und dann um die Ecke? Ich glaube, das könnte hinhauen, ne? Was? Wer? Na, er schießt doch. I do not advise defending your possessions under current circumstances. You right about that. I'm done playing hero for today. I'll lock myself in the office. Ja, mach mal an. Okay, also war das auch schon mal jetzt... Hä, aber warte mal. Hier ist doch Werkstatt und wir sind hier. I don't get it. Oder ist da oben der Tattoo-Parler? Wir laufen da mal hin. Da waren wir doch eigentlich schon, ne? Ist da eine andere Werkstatt? Okay, also hier ist... Oh. Es gibt nicht so viele Gebäude, wo wir rein können. Aber sie sind eben so markiert. So. Spielhalle. Wir gehen jetzt... Wo wollte ich denn jetzt hin? Videothek, da war Ben's Garage. Bricks. Also können wir eigentlich nur... Könnte es eigentlich nur noch das Gebäude sein. Kommen wir durch. Okay. Halt, weiterlaufen. Mal auf die Karte gucken. Jetzt müssen wir, ich habe gesagt, hier längs, ne? Das müsste der sein, also rechts rum. So, und dann gleich auf der rechten Seite. Anderer Laden, ha? Huh? Da müssen wir doch irgendwie reinkommen. Hier rein? Nein. Robocop, please! You gotta help me! I'm trapped, there's fire everywhere and I can't get the door to open! Please, do something! Thank heavens. It is my duty to help. Local stores build a sense of community. Now find the police on the promenade. Gotcha. I'm on my way. Können wir was machen?
können vielleicht noch ein bisschen plündern, aber er bringt uns nichts. So, ja, aber nichtsdestotrotz. Aber da ist Briggs Haus, was ist hier? Da waren wir auch schon, ne? Das war ja... Wir können jetzt nur noch hier gucken. Umdrehen auf die Hauptstraße. So, und dann... Achso. Ach, okay. Das, was hier angezeigt ist, ist hier der Locker. Ja, gut. Dann hat er Pech, der Tattoo-Besitzer. Ich habe keinen Plan. Kein Plan, Boah. Aber warte mal, wir waren... Wo haben wir denn das Moped gefunden? War das nicht hier irgendwo? Ich laufe das jetzt hier noch mal so ein bisschen ab. Also, lass mal kurz mal gucken. Hier ist ja die Promenade. Sind nicht noch auch noch Hauptstraße? War das nicht auch hier irgendwo? Took your time, pig. Gang artists aren't gang members. Your art projects are acceptable, but your manners need improvement. Stay out of trouble. I'm staying here. I don't think I'll be safer anywhere else. So, dann lass uns mal die Bombe entschärfen. Oh nein, scheiße, nachher geht's wieder schief. So wie beim letzten Mal. Und oi, 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 oi. Yep, I took my time. Oh, jetzt können wir da nicht hoch. Haben wir den Raketenwerfer, ne? Gott, stabil. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. So, rein da in die Olga. Achso, ich muss das mal anschließen hier noch nebenbei. Nicht, dass meine Fernbedienung noch den Dienst versorgt. Okay. Sprengstoff darf nicht getroffen werden. Kann ich das jetzt nicht? Ja.
Es ist ja die Frage, ob die so smart sind und Granaten werfen. Oh, eine Abkürzung freigeschaltet. Ganz vorsichtig. Geilen wir das vielleicht. Na, das ist zu gefährlich. I'm not playing any more games. Oh. Explosives need deactivating. Do you need bomb squad assistance? What, me? No, I'm not doing that again. I will manage. Trennen Sie die Leitung der Abfolge. Was? Wieder von. Ach du Scheiße. Okay, 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 okay. 30 ist das Höchste, ne? 30. 24. Hä? Was soll ich jetzt nochmal machen? So, also, krieg ich das nochmal? Von der höchsten bis zur niedrigsten. Okay. 30 ist am höchsten. So, nach 30 haben wir. Hä? Das verstehe ich nicht. Von der höchsten bis zur niedrigsten. Der höchsten zur niedrigsten Spannung. Also die höchste Spannung ist 30 Volt. Dann. Oder müssen wir immer pro Farbe? Ach. Nee. Was verstehe ich da nicht? Was verstehe ich da nicht? Bombe und Schärfe. Ich verstehe das nicht. Erstmal mobile Webseite. Dann schärfen Sie die Bomben richtig. Hä, wo bin ich denn da jetzt? Die linke Bombe, die rechte Bombe. Kompliziert die das machen? Das wissen wir, aber die andere. Um eine Bombe oder einen Sprengstoff müssen Sie die Drähte von der höchsten zur niedrigsten Spannung trennen. Wenn Sie das Gespräch zwischen Alex Murphy und ungefähr vor den meisten Leute lösen Drähte, die parallel zu den Spannungsmarkierungen verlaufen, was falsch ist. Wenn Sie geben die jetzt hier gerade.
Achso, das geht von links nach rechts. Also doch wirklich irgendwie pro Komponente. Also. Hä? Habe ich das immer andersrum gemacht? I don't see any fireworks on the horizon. Yes. Von der niedrigsten zur höchsten. Und ich habe es immer andersrum gemacht. Ach, ich weiß auch nicht. So. Aber wir haben es ja geschafft. Auch wenn ich mal wieder nachgucken musste. Sollen wir einmal. Oh. Vor Freude laufen wir an der Treppe vorbei. Aber, ey, sag mal, ernst, stand da aber auch gerade ein Typ mit einem Raketenwerfer in einem Raum voller Bomben? Sehr schwierig. Schwere Pistole, Kaliber. Haben wir jetzt hier noch irgendwas? Ne, okay. Haben wir, glaube ich, gerade wirklich noch eine Abkürzung freigeschaltet. Dann haben wir jetzt ja wirklich alle gerettet, ne? Und haben wir nicht gleich noch. Egal, wenn wir jetzt. Oh, dann können wir gleich noch Panzerung vorm Endkampf. Schön. Oder währenddessen. Nochmal aufleveln. Geilomatico. Die Turrets finde ich aber tatsächlich jetzt echt mittlerweile ein bisschen verschenkt, dass sie erst so spät kommen. Ich meine, ja, macht halt Sinn, du schickst halt eine Söldnergruppe rein, die Dinger haben das und die Söldnergruppe sind halt die krassen Gegner, die halt erst zum Ende kommen. Ist okay, aber man hätte das noch irgendwie vielleicht vorher schon so ein bisschen implementieren können. Weil ich frage mich dann, warum ich das skillen soll, wenn wir das jetzt einmal, wir haben es zweimal benutzt. Und beim Eimer hat es gar nichts gebracht. Okay, wir sind zum Auto. Nicht auf mich schießen, ich bin euer Freund. Ich bin Robo-Freund. Someone call for backup. Good to see you all on watch again. OCP cannot relieve us of our duties. We are not corporate rats. Yeah. That's right. What's the status? I am going after Wendell. Then we'll get the situation here under control. Don't you worry about it. Everyone, get ready. We must defend our city. And you, Murphy, go get that scumbag. Ach ja. Wo wollen wir denn da jetzt hin? Irgendwelche Ruinen hier. Das Ding ist, er kann es jetzt aber nichts mehr tun, weil er ja sein Feuerzeug, das hat er ja abgegeben.
Ich wollte gerade sagen, es ist gerade ein bisschen witzlos, diese Signalbooster zu haben. Ja, oder diese Signalanzeige. Wobei es ist total sinnlos, jetzt dieses Signal zu tracken, weil es so linear gerade ist. Hey, das war doch, wo hätten wir ja sonst hingehen sollen? Ja. Möchte ich. Ich habe alles gemacht. Aber wir haben ja diesen Evaluation Chip gar nicht mehr drin, ne? It was set up for the Afterlife project. So this is where everything went down? Gives me the creeps. But what about Wendell? The place looks abandoned. Be careful. Could be a trap. Das denke ich aber auch. Irgendwie erwarte ich, dass der gleich in irgendeinem Robocop-Suit oder so auftaucht. Da drin waren wir schon. Da gehen wir gleich rein. Any news? Wendell is not here. I am looking for anything that could help us find him. I think I know where Wendell went. But there is a catch, am I right? To proceed, I must find the code to a locked door. That is police work at its most basic. Your favorite. Okay, dann gucken wir. Okay, let's go. So. Können wir nicht einfach durchbashen, weil wir der geilste überhaupt sind? Müssen wir die Computer jetzt? Natürlich auch geil. The door code. I am continuing pursuit. We've escorted the mayor to safety, and now we're gonna join Reed and the rest. There won't be time for chit-chat after that. Robocop, I just connected you to the mercenaries' frequency. You'll be able to hear their messages from now on. That is, if you're close enough. So Murphy, this day ain't over yet. Das war gut so. So, alles in die Panzerung. Was haben wir noch bei Scan? Ja, ich glaube, so viel kriegen wir jetzt aber auch nicht mehr.
Ich glaube, so viel kriegen wir nicht mehr. Hier sind wir reingekommen. Ja. Sind wir jetzt am OCP-Gebäude? Nee. Ist das ja schon der Start von Delta City? Hey man, check it out. It's Delta City's first celebrity. Roll out the red carpet. Should he even be here? You better check if the boss man knows about it. Aren't we lucky? This place has everything. Money, buzz, drugs, and women. All at our fingertips. While Detroit is Ja, echt krass was aufgebaut. So, if he's the king of Della City, then I am the prince. And you know what that makes you? An idiot if I keep listening to your nonsense. So I was thinking, once Delta City's ready, we'll have the first Delta all day to answer. Moin, moin. Keine Münzen für die Stripperin. Komm, Alter, bring it on. Point of no return, Kill Room. Ja, 100 pro. Alex Murphy. You didn't even give me enough. Time to miss you. How'd you like my new empire? The most free society there is, where everyone is equal, as long as they have the money. A city full of thieves, drug dealers, and murderers. Is this what you hoped for? The old man's dead. There's no one stopping me from ending him. There's also no one left to finance you. Becker shut down Afterlife. Is that true? I think we can get back to that at a later time. Now, where's my lighter? Oh, there it is. After the incident at the mall, I had a duplicate made. Ach ja, wir haben den Chip ja nicht mehr drinne. Goodbye, RoboCop. Smoking kills. You finally took care of that, huh? We'll just have to do this the old-fashioned way. Gentlemen, I'll leave you to your work. Target acquired. Enemy contact! Turret? Ah,
Tag steht wieder auf, ne? Robocop has entered the construction site. I repeat, Robocop has entered the site. That wasn't part of the plan. Nicht aufhängen. Fucking Robocop, Mann! Maximum Performance. Könnt mich mal. Oh, Meme. Eigentlich total geil, wie sie einem alles entgegenwerfen. Und dann einfach so denkst du, ja, lass es doch. Ich habe keinen Raketenwerfer mehr, scheiße. Mal gucken, ob wir einen Sniper finden. Ich glaube, das macht Sinn. Wenn wir dann die Sniper mitnehmen. Ey. Hä? Digga, da war getroffen. Ich hätte gerne noch ein bisschen Muni für die. Hallo? Thank you.
jetzt. War keine Cobra, aber gut. Raketenwerfer. Wir müssen ja auch gucken, wo wir bleiben, ne? Wir wissen nicht, was noch kommt. Alter! Na komm. Wozu haben wir das? Schön helfen hier. Digga, deine Bande brauchst du nicht mehr. Das ist einfach so pervers. Ey, man fühlt sich... Also das schaffen sie wirklich halt so jetzt zum Ende hin. Man fühlt sich wie Robocop, ey. So komplett überlegen. Haben wir schon wieder was? Nee, noch nicht. Wir machen, was geht. Ach krass, wenn man den Kopf wegsehen will, dann geht er noch mal kurz gegen seine anderen Leute an, oder was?
Alles in Kampf rein. Alles, was wir kriegen, in Kampf rein. Kann schon wieder. Das ist ein schweres Maschinengewehr, ne? Oh, eine OCP-Kiste. Achso, da ist nur ein Turret drauf gewesen. Ich weiß nur nicht, warum er schon wieder nicht anfängt hier zu targeten. Wenn ich irgendwann mal ein Cobra-Gewehr kriege, ne? Das wäre schon geil. Auf jeden Fall schon mal guten Checkpoint. Hoffe ich. Ist das so? Everyone stand down. What are you doing? Why did you stop? That is not what I pay you for. Turns out you don't pay us at all. What? The money transfer didn't go through. We will settle this. Have your machines fight your battles for you. We don't work for free. No hard feelings, Robocop, just business. I have bigger fish to fry. You ungrateful fucks! You closed the door on the most ambitious project in this goddamn city! Surrender, or there will be trouble.
I still have an army that will fight no matter what. So, RoboCop, prepare to meet your demise. Now there is trouble. This isn't over. Stay away. Stay the hell away. Dead or alive, you are coming with me. You will regret throwing this opportunity away. Useless fucking machines. Ich will mal Turbosprint. OCP still stands. There is nowhere else to go, Wendell Antonowski. That's not even my real name. OCP gave me that identity. They knew evoking your past affects you. They wanted you emotional to better manipulate. You keep sacrificing yourself, and that's admirable. But at some point, you have to ask yourself, for what? For the city that wants to witness your downfall? Or for the company that keeps sabotaging you? Join me. Together we can hold OCP accountable. Another empty promise. You hunt criminals down. Oh, let's make a stand against the biggest criminal of them all. It's time for you to stop obeying OCP and start putting yourself first. Locking you up is putting myself first. Oh, that would be a mistake. I am only human. Then why don't you die like one? Ja, also richtig schön im Stil vom Film. Is it done? Is Wendell Antonowski dead? What about the city? Everyone pulled through. We've got it under control, I think. We just got here moments before you. People are exhausted and trying to catch a little sleep, but I'm sure they would prefer catching up with you. I will keep that in mind. And Murphy, good job. So. Noch eine Schicht. Okay, gucken wir mal. So it's true. He's dead? I am sorry that it did not happen in front of cameras. That's all right. There's always another story. But tell me this. You killed the guy who started this all, exposed UEDs for what they are, and made sure they won't replace cops. You contained the riots and at least postponed the creation of Delta City. What is your question? After doing all that, why is no one celebrating? That is not why we do this. What a thankless job. Actually, maybe that's a story worth pursuing. Would Channel 9 be interested? Funny you should say that. I'm considering jumping ship.
I realize that blindly chasing a story that would nail OCP made me hurt a lot of people who didn't deserve it. Mainly you. There's this local paper that does what I always said I wanted to do. They help people in the community and give them a voice. Oh, and it probably wasn't clear, but I tried to hide an I'm sorry somewhere in all this. Noted. I'm glad. See you out there, Robo. You will. Okay, alle überprüfen. Dann machen wir das. Ah, unser Freund hier. Wir haben ihm geglaubt. Wir haben an ihm egal. It's like I'm trying to convince you that I'm not cut out to be an officer. We are all tired. I talked to Reed and he said that someone from OCP already contacted him. Since the UEDs turned out to be a bust, they'll be reinstating everyone. Everyone that meets the criteria, of course. Since Becca no longer needs me, I think that's the end of my career. Will that stop you from sending in another application? What? No, never. You can count on my recommendation, officer. You do that for me? Klar. I don't know what to say. Thank you, RoboCop. Best buddy, RoboCop. Haben ihm geholfen, kompetenter Polizist. Das ist doch schön. Ich kann aber immer noch nicht seinen Vornamen aussprechen. So, Antonowski finally got what he deserved. Yep, Hochmut kommt vor den Fall. Ist Dr. Blanche hier? Is safe out there again. Oh, thank you. But I felt pretty safe ever since you left me with your partner, Officer Lewis. Feisty little thing, isn't she? She makes me feel safe too. Usually I'm a little anxious about leaving my patients, but these past couple of days I've gotten to meet some of the people in your world. Despite your circumstances, you've made a good life for yourself, Alex Murphy. I'm confident in saying that I'm leaving you in good hands. Thank you, Doctor. You know, I've been selected to join the Committee on Integration of Cybernetic Organisms into Society. I think it's important for people to know what I've learned here with you. I'll pass my conclusions along, and I hope OCP will do right by you. At least this one time. Goodbye, Alex. You don't look so hot. Was your neighborhood affected by the riots? I don't know. Hat sie gerade gesagt, you don't look so hot? So, wir müssen jetzt die Treppen finden. Wen soll man jetzt noch schnacken? Mit Lu. Ah, mit Pickles! We've got Wendell. Over the course of our relationship, I've grown enough to admit that it was mostly you who took down Wendell. So, good job, Tin Man. That guy brought a lot of suffering to this city. The phone calls I got from people begging for help made my stomach turn. It was overwhelming. At first, I didn't know what to do. But that did not stop you. You proved competent. Not to pat myself on the back, but I really did. Just, who knew that selflessly helping others is so exhausting? And rewarding. Yeah, you may be onto something there. I checked on the folks that called in to make sure they're safe. And they were. But now, I need to catch up on my beauty sleep. I can't believe I'm the only one here. Don't they know there are mattresses back here? They probably mind the vomit stains. Beggars can't be choosers. See you around, partner. Robo, Lewis was looking for you. Hey Robo, ich stehe auf dich. Und dann zieht sie sich aus. Sie machen eine Überraschungsparty. That you, partner? You're back. So it's done. It is.
Did Wendell do one of his kill him speeches after which he always leaves? He did. What a cheeseball. So, are you gonna stand around like that the whole day? Come on, sit down. A lot of things have changed since I wasn't around. For one, I've heard that there's another woman in your life. Another woman? Dr. Blanche, seems that you two spent a lot of time talking together. I'm glad that there was someone you could lean on while I was away. You've been under a lot of pressure lately. It felt like every night at the hospital I was seeing your face on the news. People trying to dissect your every word, question who you are, your past, your future. I wanted to say how proud I am that despite having all those people look at you under a microscope, you remain so composed. I know I wouldn't handle it that well. So, how did you do that? I had help. Oh, that little thing? It served as a reminder of who I am, who I have always been. A great police officer? Among other things. I just want you to know that if you ever need to talk... I know, Lewis. Thank you. So, what's next for us, partner? Our morning shift is about to start. I'll get my gear. You've got to see this! Moments ago, what was reported as an unidentified creature has entered the OCP headquarters and is creating havoc. Reports of numerous casualties are coming in. No one seems to know what caused the chaos. Most importantly, who is going to stop it? I guess the shift's starting early. Ready, partner? I was born ready. Kommt jetzt wirklich noch was? Oder kommen jetzt die Credits? Ich dachte, wir hätten's jetzt. Kinder. What the hell? It's like a hurricane came through. Stay alert. Ich habe Durst und eigentlich muss ich mal pinkeln, ne? Und es ist warm. Okay, komm. Ed 209 oder Robocop 2? Ed 209 oder Robocop 2? Der war ja bei der Expo. No such luck. That's a TV helicopter. They're here already? We have wounded. What happened here? It was furious. It destroyed everything in its path. What did? A monster. Robo, I'm in the Channel 9 helicopter. I'm seeing a lot of movement on the executive floor. I know exactly where that is. We need to get up there. No, get the injured out of the building. I will handle what is up there. Positive. So, muss ich drücken? Hallo? Lass mich aber einmal schnell das Fenster aufmachen. Oh. Da rechnest du ja nicht mit. Sure, there was no one left in the building. Will do, partner. Es ist Robo 2. 100 Pro.
Ich wurde schon nervös, als ich den auf der Expo gesehen habe, da. Den machen wir auch platt. Sind wir dann auch gleich mal oben? West Corner? Wo sind wir hier lang? Be careful. Es ist Kane, 100 Pro. Sie können ja nicht nochmal R209 ausbuddeln. What do you want from me? Nö. Ja! RoboCop! My number one guy. There seems to be a misunderstanding. No way! You, I didn't know. I didn't mean to. Only now do I truly understand what others see in you. I realize why they cheer you on. You sold the city's future. That leaves one question. Scrapyard or prison, creep? Und credits. Das wäre der DLC. What the hell was that? Just an old friend. Okay, was passiert jetzt? Bye.
not win this. Ah, ich liebe es, wenn Robo auch so ein bisschen angegriffen aussieht, ne? Oh, scheiße. Oh Mann! Ja, der Endkampf zackt auch ein bisschen. Ich hab gerade mein Dings aktiviert. Mann! Das ist gut, das Spiel Terrascape. Lass er mich immer grab. Oh, jetzt kriegt er noch Raketen.
Ziehen wir ihm eigentlich überhaupt noch was ab? Nein, scheiße. Fuck, oh bitte, 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 bitte. Ja! Oh. Murphy, you need to get out of there. It's about to collapse. The building's evacuated. There's no one else inside. You need to save yourself. Hey, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, den zu retten oder nicht, dann töten ihn. Und jetzt schnell raus da. Na, hat er verdient, oder? Das ist so geil, sie mit dem Camcorder, ey. Was hat der für einen optischen Zoom? Another week passed since the OCP's magnificent giant has fallen. OCP's new CEO assured us that the destruction of its headquarters will not stand in the way of finishing Delta City. Japanese corporation Kanemitsu has already shown interest in OCP's most prominent project. We at Media Break welcome them with open arms. Derutashiti yokoso! From the City of Wonders, we're back to Detroit. Kuzak's debt has reached a new peak. Re-elected Mayor Kuzak, asked about his plans for reform, said he had other plans instead. OCP is the weakest it's ever been. We'll soothe even if we need a Japanese lawyer, he assures us. Now it's time to introduce a new segment, You the Detroiters, where we share feel-good stories from our local communities. Disgraced Senator Farrell took hostages at the local theater and called for his reinstatement.
However, a former vagrant and the theater's newest employee managed to defuse the situation. When asked why he decided to risk his life, Pickles, a European cinema connoisseur, said that it was simply disrespectful to interrupt the screening. Let's just hope Pickles does not influence the theater's movie selection. Next up, Sunblock 5000 model nearly torn to pieces by an Ed 209 after not adhering to the 209's instructions. The dispute over a parking space could have turned deadly if it wasn't for Dr. Olivia Blanche, a seasoned psychologist who managed to keep a cool head during the 209's intervention. Dr. Blanche's new book, Coping with Loss, is said to be of value to both people and machines alike. A defamed reporter funded by terrorists, after trying to illegally broadcast a hit piece aimed at OCP, Samantha Ortiz has been spotted collaborating with a terrorist group led by a woman known in the underworld as Bertha. OCP denies... We're sorry for the disturbance. Fortunately, this time it was a minor one. Let's move on. A new world record has been set in Detroit. A man called Funeral Bob attended his 1,000th funeral this year. The record-breaking funeral belonged to Max Becker, a former OCP executive. As it turned out, Bob was its only attendee. The OCP delegation did not arrive due to a rescheduled business meeting. We hope the meeting went well. Moving on, the owner of a local restaurant, Onion Bhaji, in cahoots with a ring of zoo thieves. The restaurant was proved to source the ingredients through crime. The arrest was made by a rookie neighborhood cop, Ulysses Washington, and according to his statement, it wasn't the first animal he had saved. One question still remains unanswered. What happens to RoboCop's human status? Mayor Kuzak distances himself from RoboCop and leaves no doubt that he will not be advocating for granting him human rights. RoboCop's efforts have prompted a public conversation. I hope OCP doesn't take him off the street. Who will protect us then? Ah, it's RoboCop! Robo, I love you! Skeleton speaker. What the? To many more years on the force, RoboCop. It's been a busy time for Detroit, but the cloud that lowers over the city is lifting as police end their strike. We're ready to serve, said Officer Ann Lewis, who returned to duty despite her recent injury. What heroism. Detroit can sleep soundly tonight. The question is, for how long? That's all for today. This was Casey Wong. Until next time. Das, Leute, genau das, was wir gerade gesehen haben, hätte ich mir ohne Witz gewünscht für die Ladebildschirme. Entweder so News-Geschichten oder auch so hier Werbegeschichten. Das wäre in den Ladebildschirmen wäre das echt geil gewesen. Das hätte dann nochmal ganz anders funktioniert. Und so ist es natürlich, wirkte das so ja auch newstechnisch alles angespart und das musste jetzt irgendwie alles auch raus. Und ich hätte es auch geil gefunden, wenn es quasi so mal zwischen so diese Nachrichtenberichte gegeben hätte, ne? Also auch mit den Kandidaten für die Bürgermeisterwahl, dann glaube ich, hätte man auch ein bisschen anders das Ganze beeinflusst. Peter Weller, sehr schön. Jane Perry, meine Freundin Jane Perry. Ha. Ja, wir haben es durch. In einer wirklich, also Doppelfolge sozusagen. Stark. Also das Ende hat mich jetzt, so dieser Epilog hat mich echt auch nochmal positiv überrascht. Also du denkst halt wirklich, es ist vorbei und dann halt irgendwie doch nicht.
Und dass man nochmal gegen Robocop 2 kämpft. Hatte ich mir in dem Moment dann aber, wie gesagt, auch schon gedacht. Wie gesagt, wir haben ihn auf der Waffenexpo gesehen und wir haben ja schon dreimal gegen Ed 209 gekämpft. Und nochmal, ich glaube, das wäre bisschen too much gewesen. Ja, ansonsten, ich spare mir jetzt an dieser Stelle tatsächlich erstmal das Fazit. Ich lasse es jetzt für mich jetzt erstmal so ein bisschen sacken und werde dann, das werdet ihr dann aber sicherlich auch schon gesehen haben, ein Review-Video machen zu Robocop Rogue City, in dem ich da einfach nochmal über meine Gedanken quatsch und eine finale Wertung abgebe. So, und wir gehen jetzt mal auf Verlassen. Spiel weiter. Neue Hauptkampagne zurück. Spiel laden. Okay, automatisch speichern. Oh, was mich jetzt einmal interessieren würde, ne? Channel 9 Headquarter, Metro West Downtown. Ob man da dann nochmal irgendwie, also den gleichen Skilltree hat wie vorher. Das würde mich interessieren. Finde ich raus und wird euch dann sicherlich in meinem Review-Video dazu Bescheid geben. Ja, Robocop Rogue City, wie habt ihr es gefunden, das Spiel? Vielleicht habt ihr auch zwangsläufig nicht das komplette Let's Play geguckt, sondern halt eher euch andersweitig auch über das Spiel informiert. Aber trotzdem, eure Meinung würde mich brennend interessieren und uns von Cloudplay, deswegen schreibt es gerne in die Kommentare und ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz, ganz doll bei Nacon Deutschland bedanken, die uns einen Review Key zur Verfügung gestellt haben für dieses Let's Play. Vielen, vielen Dank dafür und ja, spielt Robocop Rogue City. Ich denke mal, das wird sicherlich auch häufig oder immer mal zwischendurch ins Angebot kommen, aber selbst tatsächlich, ich sag mal so viel, also selbst für 50 Euro ist absolut gerechtfertigt. Ob man jetzt halt diese Deluxe Edition braucht mit diesen kosmetischen Geschichten, gut, okay. Aber 49,99 ist ja das, was das Spiel regulär kostet. Ist durchaus gerechtfertigt. Durchaus. So. Ich mache jetzt erstmal Feierabend, gehe pinkeln und was trinken und wir sehen uns wieder mit einem neuen Let's Play irgendwann demnächst hier auf Cloudplay. Vielen Dank, dass ihr angeschaut habt. Zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ich bin Ben Acker, Captain Aldi und das ist Cloudplay.